Hallo Leute, nochmal ein kurzes Video zum Wochenende. Zwei Messer hier, einmal ein Santoku und ein normales Kochmesser. Das ist von Fissler, ich denke mal, das hat so 56 Rockwell und das Kochmesser weiß ich gar nicht. Das ist ein Zwilling, dürfte auch so um diesen Grad rum haben. Das habe ich mal kurz in Goniometer reingehalten. Das hat 10 Grad, das ist mir viel zu wenig für so ein Messer. Der Stahl ist mir da viel zu weich dafür. Und das hier ist völlig undefinierbar. Ich gehe mal gleich noch unter das Mikroskop mit den zwei Schneiden und schaue sie mir an. Da blende ich auch Bilder dann ein. So, was mache ich? Weshalb ich das Video auch mache? Manche Leute wollten einfach mal sehen, wie ich hier über meine Hängeleder gehe. Dann baue ich nachher die Kamera mal um, wenn ich denn auf die Hängeleder gehe nach dem Schleifen. Was mache ich? Ich lege eine neue Schneidkante an. Ich denke mal, ja, wenn er 10 Grad dran hat am einen, ich bin ein 15 Grad Typ. Ich mache 15 Grad dran, weil da weiß ich, die Schneide hält auch. So, ganz kurz was noch zu den Abtropfschalen. Und zwar haben wir jetzt, ich glaube heute oder morgen werden eine ganze Serie eingestellt. Ich glaube 16 oder 18 Stück sind fertig, die werden eingestellt. Es sind aber mehr Registrierungen drauf. So, und jetzt haben wir gesagt, anstatt hier jetzt wieder immer 2 Wochen zu warten, werden wir jetzt hergehen, werden die jetzt einstellen und dann gehen sicherlich einige noch leer aus. Aber wir werden das dann so machen, wir stellen einfach einen Bestand ein und wenn jemand dann bestellt, da die ja sowieso einzeln verschickt werden, ja, nicht mit anderen Waren zusammen, einfach aus dem Grund, weil die werden sauber eingepackt in den Karton, dass da nichts passieren kann, weil hier dieser Rüssel könnte ja ohne weiteres abbrechen, wenn ich den mit anderer Ware zusammenpacke. Und das wollen wir nicht. Aus dem Grund gehen die wirklich nur als Einzelversand, weil sonst geht mehr kaputt als gut ist. Ja, was ich sagen wollte dann ist Folgendes. Es könnte dann sein, ihr könnt eine Abtropfschale bestellen, müsst aber vielleicht 3-4 Tage warten, bis das verschickt wird, weil dann wird die Drucker laufen durch, ja. Aber wir wollen jetzt nicht immer wieder, was weiß ich, 10 Tage warten, bis wir wieder welche einstellen, sondern wir lassen kontinuierlich welche drin. Und ihr müsst halt einfach vielleicht ein paar Tage warten, wenn gerade keine da sind, es sind welche im Druck und wir werden dem Eingang der Bestellung nach versenden. Also zum Versand vielleicht noch Folgendes. Momentan haben wir uns dahingehend geeinigt, weil es ist wirklich, ihr glaubt es nicht, es ist die Hölle los. Und mein Sohn, der arbeitet ja auch noch. Ja? Also ich habe mit ihm gemeinsam beschlossen, wir versenden, wir packen montags, mittwochs und freitags. Dienstag und Donnerstag und Wochenende. Nada, niente. Irgendwo müssen wir die Kirche auch noch im Dorf lassen. Leute, ich werde immer wieder gefragt, was ist denn das beste Rad für mich? Hey, es gibt kein bestes Rad. Die Räder bauen alle aufeinander auf. Ich habe hier, wenn ich jetzt einfach mal schaue, da ist gerade das 80er drauf, dann das 160er, dann das 400er. Leute, wenn ich vom 80er aufs 400er gehe, dann habe ich das Problem, ich kriege das hin. Ich kriege die Kratzer vom 80er mit dem 400er raus. Aber aufpassen, nachher seht ihr das im Video. Über das 80er gehe ich so lange drüber, bis meine zwei Messer den entsprechenden Grad haben. Wenn ich dann einen Grad habe, switche ich um aufs 160er, da fahre ich zweimal drüber. Und wenn ich jetzt vom 80er aber aufs 400er gehe, um das gleiche Ergebnis zu erzielen, wo ich jetzt dann mit dem 400er nach dem 160er fahre ich noch einmal, maximal zweimal über jede Seite drüber. Das heißt, ich schone dieses Rad ohne Ende. Und das auch, weil ich fange ja, die grobe Arbeit macht das 80er. Sorry, ich habe ein bisschen Husten, so ein komischer Reizhusten. Mal einen Schluck trinken, Moment. Wer mich kennt, natürlich Kaffee. Also, der Sprung ist zu groß, ihr überbeansprucht das 400er Rad. Deswegen bitte lieber hergehen und sagen, ich hole mir das 80er erstmal und arbeite dann mit dem normalen Tormekstein weiter.
Vom 80er gehe ich dann mit dem Tormek auf 220 und richte ab auf 1000 und dann vielleicht ein Rockhard-Filzrad. Aber nicht vom 80er aufs 400er oder gar aufs 1000er oder vom 160er aufs 1000er. Der Sprung ist zu groß. Ich hoffe, die neuen CBN-Räder, allerdings kann ich es gleich sagen, die dürften innerhalb von ein, zwei Tagen weg sein. Die kommen, es kommen, sollen 48 Stück kommen, das heißt 12 von jeder Sorte. 12 80er, 160er, 400er, 1000er. Dann ist chinesisches Neujahr. Die arbeiten zwei, drei Wochen überhaupt nichts, die Burschen. Sei ihnen auch gegönnt, die haben ja sonst keinen Urlaub. Danach sind schon wieder 100 Stück bestellt, aber es kann noch ein bisschen dauern. So, was ich jetzt mache, ich gehe mit dem Messer mal ganz kurz über den Besttester, einfach um mal zu sehen, was die haben. Das ist dieses auf 10 Grad geschliffene Messer. Das ist nicht stumpf, aber es ist auch nicht mehr scharf, 620 Bess. Die Messer habe ich übrigens vom Tommy, der Tommy. Wir sind hier über meinen Kanal zusammengekommen und der hat ein Werbemittelunternehmen, der druckt zum Beispiel auch Logos auf T-Shirts und so. Und der Tommy macht mir jetzt Schleifjunkies. Und zwar ein graues T-Shirt, ein graues Polo und ein graues Sweatshirt wollte ich haben mit einem Schleifjunkies Logo drauf, sodass der Kerl auch immer gleich aussieht. Jetzt egal ob T-Shirt, Polo oder Sweatshirt. Die werde ich dann vielleicht auch in meinem Shop anbieten. Vielleicht wollen ja manche Leute, wenn sie schon Schleifjunkies sind, dann auch als Schleifjunkie rumlaufen. Weiß noch nicht, keine Ahnung. Ich schaue mir erstmal an, wie das wird. Und dem Tommy schleife ich die Messer jetzt auf jeden Fall, weil der will auch eine Maschine haben. Und ich war bei ihm. Ah ja, gut. An dem Messer konnte ich auch keinerlei Phase mehr oder so feststellen. Guck mal, 1000 oder 1170, glaube ich. Ja, 1170. Ja, Tommy. Handschleifen ist nicht so dein Ding, ne? Okay, ich spanne die jetzt folgendermaßen ein, weil ich will ja mit den Messern gleichzeitig hier drüber gehen. Das heißt, ich will nicht jedes Messer neu einspannen und komplett durchschleifen, sondern ich spanne die jetzt beide ein und schaue, dass ich die auf die gleiche Länge kriege und dann werde ich eher so 150, dürfte eigentlich ein ziemlich gutes Maß sein. Bei so einem geschwungenen Messer gehe ich ein bisschen weiter nach vorne. Ich mache das schon mal ein bisschen fest. Jetzt kann ich ja hier mit meinem Messblock, dieser Schieber ist beweglich. Da gehe ich dran. Jetzt richte ich die Klinge noch ein bisschen aus. So. So. Fahre da dran, mache hier fest. Jetzt mache ich hier auch fest. Moment. So. Und jetzt gehe ich her, spanne mir das ein, so, ziehe das fest, so, jetzt hält das Messer, da passiert gar nichts mehr. So, und jetzt kann ich hier hinten am Knopf nochmal justieren, bis ich ganz dran bin. Und das ist jetzt der Fall. Dann mache ich den Knopf hier fest. Und dann kommt das nächste Messer dran. Auch hier, das ist weit getroffen. Und jetzt habe ich es ja relativ einfach. Ich lege das hier drauf. Warte mal, das habe ich ein bisschen weit reingeschraubt. Schaut mal, das war noch von der Doppelklammer. Ach so, apropos Doppelklammer. Mit Unterstützung meines Herstellers. Ich habe gesagt, komm, lass uns mal was raushauen zum neuen Jahr, dass die Jungs und Mädels mal ein bisschen zuschlagen können. Diese, wo ist sie denn? Vierfachklammer und Doppelklammer habe ich im Angebot. Die Vierfachklammer gibt es nur als Bundle mit der Doppelklammer. Da sind dann vier Klammern dabei, das lange und das kurze Teil. Dieses hier, warte mal, wo ist es? Na komm, so. Das kurze Teil, zwei Klammern kann ich auch vier Klammern drauf machen, wenn ich will. Aber zwei Klammern reichen hier in der Regel. Allerdings ohne diesen Knopf und ohne diesen zweiten Bolzen. Sondern da ist ein Bolzen dabei, hier ist eine 4er Imbus drin, dann kann ich den Bolzen einfach wechseln von Teil zu Teil. Aber es sind vier Klammern dabei. Dieses Bundle gibt es als Angebot und auch die Doppelklammer an sich gibt es auch als Angebot. Ich glaube, ich habe, wenn mich nicht alles täuscht, habe ich 40 oder 50 Sätze.
Und wenn die weg sind, dann ist das Angebot auch wieder beendet. Also das ist praktisch so, ich sage mal, eine temporäre Angelegenheit. Da hat jeder einfach am Preis was nachgelassen. Ich habe was nachgelassen, mein Hersteller hat was nachgelassen. Und profitieren tut ihr davon. Fertig. Danach geht es wieder normal. Übrigens Preise. Ich bin allen Ernstes am Überlegen, ob ich meinen Steinständer aus dem Programm nehmen soll. Die Leute, die ihn haben, die wissen, was das Ding wert ist und dass da eine Menge Arbeit dahinter steckt, dass das schwer ist, dass es, und du bezahlst ja Kunststoff nach Kilo. Ich habe jetzt mitgekriegt, die neuen Blöcke, die dann kommen zu uns, die dann ausgefräst werden, wo die Löcher reinkommen, wo die Bügel reinkommen und so weiter, die sind im Preis um 30% gestiegen. Und da kann ich meinen Hersteller verstehen, wenn er sagt, er kann das nicht mitgehen mit dem Preis mehr. So, und der neue Steinständer, wenn ich den richtig kalkulieren würde, wäre ich bei rund 220 Euro. Jetzt habe ich mich mit meinem Hersteller geeinigt, er kommt mir ein bisschen entgegen, ich verdiene einfach ein bisschen weniger, dass wir unter 200 Euro bleiben. Und jetzt haben wir gesagt, okay, 195 Euro, hauen wir das Ding raus. Ich weiß aber nicht, weil ich muss die ja bestellen und muss die herlegen. Nachher habe ich da 20 Stück an Lager liegen, Stück 200 Euro und kein Schwein kauft die mehr, weil sie zu teuer sind. Da bin ich noch ein bisschen unschlüssig. Ihr könnt ja mal unten in die Kommentare reinschreiben, auch die, die einen haben, ob der das wert ist. So, die Messer sind eingespannt. Da können wir im Prinzip dann gleich loslegen. Und ich nehme mal noch kurz eine Hustentablette, dass ich während dem Schleifen nicht die ganze Zeit husten muss. Und dann legen wir einfach mal los. Ich bin gleich wieder zurück. So Leute, dann machen wir mal weiter. Wie gesagt, die Länge habe ich eingestellt. Da muss ich vor allem mal noch gucken, wie lange ich das eingestellt habe. 140, 145, 47, 148 mm. So, jetzt gehe ich her und rechne aus, wie hoch meine Toolbar eingestellt sein muss, dass, wenn ich 148 mm langes Werkstück habe, ich hier vorne 15 Grad habe. So, und das geht eigentlich relativ einfach. Indem ich hergehe, nehme meine Software, hier habe ich meine CBN-Räder hinterlegt, die klicke ich an. Und dann muss ich jetzt nur die Länge des Werkstücks, was waren es, 148 mm, 148 mm und ich will einen 15-Grad-Winkel. So, dann sagt mir die Software, schaut mal, kann man das sehen? Ich muss 176,4 mm hoch. Dann nehme ich mein Tiefenmesser. Habe ich übrigens gekauft, weil ich auch immer wieder gefragt werde. Habe ich gekauft bei AliExpress. Hat so, glaube ich, um die 25 Euro gekostet. So, dann stelle ich die 176,4 mm hier ein. 173, 176,45. Ja, komm, da machen wir nicht lang rum. Und dann messe ich hier runter bis aufs Gehäuse von der Tormek. So, ja, Moment, ich gehe schon mal einigermaßen in die Nähe, so, dann kann ich nämlich die Schraube runterdrehen. Das geht natürlich mit der großen Rändelschraube von mir besser, wie mit der kleinen Tormek-Schraube. Bitte, die Rändelschraube passt nicht auf die Original-Tormek-Gewinde oder auf die Original-kleine Tormek-Toolbar, sondern das ist ein metrisches Gewinde und die passt nur auf meine, ja, Wellenverlängerungen und Toolbars. Und natürlich auch jede 12er Schraube, ist ja klar. So, jetzt bin ich dran, jetzt kann ich die zwei wieder losmachen. Und jetzt messe ich hier noch voll richtig runter, bis der praktisch aufsteht. Verstelle ich nochmal so, jetzt steht er auf. Leg hier einen Finger drauf, da wo ich gemessen habe, dass das Ding gerade ist. So, das war's. Dann brauche ich einen Wasserdruck. So, oh, jetzt fällt mir ein, ich wollte noch Bilder machen unter dem Mikroskop. Und dann war noch irgendwas, was ich noch sage, fällt mir vielleicht noch ein. Bis gleich.
So Leute, die Bilder unter dem Mikroskop habe ich euch eingeblendet. Hier habe ich jetzt eine Besonderheit und zwar sind da einige Ausbrüche drin. Was ich jetzt mache, ich fange jetzt erst gar nicht an mit 15 Grad, sondern ich gehe jetzt hier einfach Freischnauze. Wirklich Freischnauze. Einfach etwas höher. Warte. Ich lege das mal kurz drauf, so, dass ich zumindest optisch sehe, wo ich hingehe. Ja, so etwas, sage ich mal. Es dürfte so bei 25 Grad oder so sein. Ich gehe nachher wieder runter auf das Maß von 15 Grad, aber ich ziehe jetzt 3-4 Mal drüber über, von jeder Seite, einfach um die Ausbrüche wegzukriegen. Und dann schleife ich erstmal 15 Grad an. Wenn ich jetzt gleich mit 15 Grad anfange, brauche ich viel länger, bis die Ausbrüche weg sind, wie wenn ich die einmal kurz und knackig wegmache. Und das mache ich jetzt. Okay, legen wir los. Halt ein bisschen Wasser dran machen. So. Und los geht's. So Leute, die Ausbrüche sind Geschichte. Die Bilder habe ich euch eingepflegt. Jetzt bin ich wieder runter auf den 15 Grad Winkel und jetzt schleife ich auch am Anfang zweimal und dann einmal je Seite und so nach dreimal gehe ich mal gucken, ob ich einen Grad habe. Ich muss da mal noch kurz meine Abtropfschale drauf machen, weil die ganze Soße läuft mir gerade wieder auf meine Maschine drauf. So hält. Das ist übrigens diese Abtropfschale, von der ich vorher geredet habe. Die fängt jetzt das ganze Wasser, was normal hier auf die Maschine tropft, auf, leitet sie durch den Rüssel zurück in den Trog. So, die Seite hatte ich gerade, jetzt kommt die Seite, glaube ich. Ne? Ah ja, hier spüre ich auch schon so langsam einen Grat. So, ich denke mal, das sollte reichen. Jetzt gehe ich unter das Mikroskop und dann melde ich mich gleich wieder. So, Herrschaften, die Bilder unter dem Mikroskop habt ihr gesehen. Das sieht doch mal ganz anders aus wie am Anfang. Jetzt geht's dran. Nicht mehr was wegzuschleifen. Jetzt schleifen wir überhaupt nichts mehr. Ja, wir schleifen schon natürlich noch Material weg. Wir begradigen die Kratzer vom 80er. Das 80er Rad, das jetzt so ruhig da hinten im Messerblock, im Räderblock steht, das hat die ganze Arbeit gemacht. Und aus dem Grund werdet ihr sehen, ich fahre jetzt hier zweimal über das 160er von jeder Richtung und dann nachher zweimal mit dem 400er und zweimal mit dem 1000er. Das war's. Das CBN 80 schont eure anderen Räder. Das heißt, auch ein CBN 80 hält lange nicht so lang wie ein 160, 400 und 1000, wenn ich die der Reihe nach verwende, weil das macht ja die ganze Arbeit. Aber wenn so ein Rad nach einem Jahr runter ist und ich habe 500, 600 Messer mitgeschliffen, dann halten diese Teile anstatt ein Jahr 3 Jahre, weil ich sie überhaupt nicht beanspruche. Okay, also, jetzt legen wir los, jetzt genug gequatscht. Upsa. So. So, das war's jetzt mit dem CBN 160.
Und ihr habt jetzt gesehen, ich bin zweimal von jeder Seite drüber gegangen. Und jetzt prüft euch mal selbst, wenn ihr ein Messer einen Winkel umschleift, wie oft geht ihr denn mit eurem CBN-Rad hin und her? Denkt mal drüber nach. Und dann könnt ihr ja verstehen, weshalb ich sage, das Rad hält ewig, wenn ich das CBN 80 als Arbeitstier einsetze. Und für mich ist das die eierlegende Wollmilchsau. So, ich schalte kurz ab, gehe unter das Mikroskop, gleich geht's weiter. So, die Bilder unter dem Mikroskop habt ihr gesehen. Ach, das wird eine geile Schneide, oder? Also, für mich sieht das schon mal klasse aus. So, jetzt gehe ich ein einziges Mal von jeder Richtung über das 400er. Und dann gehe ich für euch unter das Mikroskop. Dann seht ihr mal, wie sich diese Schneide entwickelt. Und wieso soll ich 5-6 Mal über das 400er? Das gibt eine gewisse Glätte an die Schneide. Und mehr geht nicht. Da kann ich 100 Mal drüber rutschen. Das wird dann nicht besser. Und das ist nach einem Mal schon erreicht. Ihr werdet sehen. So, das war es mit dem CBN 400. Ich habe jetzt mal beide Messer gleich durchgeschliffen. Einmal drüber von jeder Seite. Das sollte vollkommen reichen. Jetzt gehe ich unter das Mikroskop und zeige euch die Schneide mal, wie sie jetzt aussieht. Wer die Bilder sich angeguckt hat unter dem Mikroskop, sieht genau, wie sich die Schneide entwickelt. Ich könnte jetzt noch 20 Mal über das 400er drüber fahren. Die Schneide wird nicht mehr feiner, weil das Rad einfach nicht mehr hergibt. Also gehen wir jetzt auf das 1000er. So, das war es jetzt schon mit dem CBN 1000, zweimal jede Richtung und auch hier wieder, überprüft euch mal selbst, wie oft zieht ihr denn über euer 1000er Rad? Mehr wie zweimal? Weniger wie zweimal? Ich zeige es euch unter dem Mikroskop, wie es aussieht und ihr werdet sehen, mehr wie zweimal muss nicht. Wen das nicht überzeugt, den überzeugt nichts mehr. Jetzt kommen wir zum Rockhard Filzrad. Das Rockhard Filzrad wird generell montiert mit einer Distanzscheibe, weil das einfach nur 30 mm ist im Gegensatz zu den Rädern, die 50 mm sind. Nichtsdestotrotz hält. Dann muss ich natürlich schauen, dass ich wechsle jetzt von der vorderen Aufnahme auf die vertikale Frontbase. Da muss ich jetzt natürlich auch hier meine Räder wechseln und einmal muss ich auf das Rockhard Filzrad gehen. Moment. So, jetzt habe ich mein Rockhard Filzrad hinterlegt. Ich zeige euch das mal kurz. Hier oben steht das Rockhard, ne? Hier. Da habe ich das Maß fest hinterlegt. Das hat nämlich 251,3 mm bei mir. 148 mm ist meine Werkstücklänge. Und jetzt erst gehe ich mal noch im 15 Grad Winkel drüber, um die Schneide noch ein bisschen zu polieren. Und dann sagt mir die Software, geh mal bitte 99,3 mm hoch mit der Toolbar, um hier vorne einen 15 Grad Winkel zu geben. Und das mache ich jetzt. 99,3. Zack, ich null den wieder aus. Zack, und dann gehe ich 99,3 hoch. 99,28, damit kann ich gut leben. Dann messe ich hier auf die vertikale Frontbase runter. Und zwar neben der Schraube. Sobald wie mein Tiefenmesser jetzt aufsteht, und das tut er jetzt gerade, mache ich hier fest. Mache die zweite Schraube auch fest. Und jetzt gehe ich 4-5 Mal. Ich poliere ja jetzt erst, ich entgrate ja nicht.
gehe ich 4-5 Mal, vielleicht auch 6 Mal. Ich mache das jetzt immer vor und zurück, 4 Mal, vor und zurück, 4 Mal andere Seite. Ich poliere ja nur, ne? Ich schleife ja nicht in dem Moment. So, das war's mit dem Polieren. Uiuiuiuiui, das wird scharf, Leute. Das war's mit dem Polieren. Und jetzt könnte man hergehen, die Software nehmen und jetzt einstellen, ich will jetzt einen Schleifgrad von 17 Grad, weil einfach zum Entgraten sollte ich mein Messer jetzt nicht mehr auf 15, sondern eher auf 16, 17 Grad einstellen, einfach um vorne nur noch die Schneidkante zu erwischen. Ich mache hier die Schrauben auf, drehe meine Rändelschraube 1,5 Umdrehungen bei so einem Mainstream-Messer, 1,5 Umdrehungen nach oben, bin jetzt automatisch hier vorne steiler. Und jetzt ziehe ich den Grat ab und ich fange auf der Seite an, wo ich eigentlich jetzt nicht aufgehört habe, sondern die Seite davor, sprich auf dieser Seite unten sollte jetzt ein Grat sein, wenn es noch einen gibt. Und da fange ich an und dann ziehe ich 4 Mal von jeder Seite über das Messer und das war's, dann ist mein Messer fertig. So Leute, das war die ganze Aktion. Jetzt sind beide Messer fertig. Ich gehe jetzt wieder unter das Mikroskop, dann spanne ich die aus, schaffe die Maschine ein bisschen auf die Seite, dann gehen wir auf den Besttester und dann gehen wir auf die Hängeleder und nochmal auf den Besttester und das soll es dann gewesen sein für heute. So Leute, die Maschine ist wieder auf ihrer Parkposition unten auf meiner Kiste. Ich will ja sowieso, wenn ich hier voll fertig bin mit Umräumen, will ich ja gucken, dass ich vielleicht auch wieder mal im Sitzen schleife, weil das ist mir einfach angenehmer. Ich habe mir hier auch wieder einen ganzen Pulli nass gemacht. Das passiert aber vielen, habe ich mitgekriegt. So, was ich jetzt mache, ich spanne jetzt die Messer mal kurz aus. Übrigens habt ihr gesehen, vorne an der Schneide, diese Bilder unter dem Mikroskop. Hier übrigens, wenn ich ein Messer rausmache, das klebt jetzt noch an den Gummis, weil die Gummis saugen sich so ein bisschen fest. Einfach das Messer ein bisschen kippen, zack, zack, und dann geht es ganz leicht raus. Was wollte ich sagen? Ja, wenn ihr gesehen habt, vorne an der Schneidkante waren so gut wie keine Kratzer mehr. Das kommt einfach daher, dass ich dort entgratet habe und da vorne die Kratzer eigentlich ja, so gut wie weg sind. Das sagt mir dann aber auch, dass ich vermutlich eine sehr, sehr glatte Schneidkante habe und vor allen Dingen eine, die auch gut schneidet, so hoffe ich jetzt mal. Ne? Ich mache jetzt hier mal ein bisschen was von meinem Reiniger drauf und ziehe die Messer da mal drüber, dass die auch sauber sind, bevor ich damit auf den Besttester gehe. Und dann werde ich nach dem Besttester, werde ich dann nochmal noch über die Hängeleder gehen, schon allein deshalb, um den Leuten, die es sehen wollten, das einfach mal zu zeigen, wie ich das mache. Wobei, wahrscheinlich sagt dann jeder, ja klar, kenne ich ja. Ne? Die Schneide an sich, da kann man echt nicht meckern. Gut, Reiniger beiseite. Messer her, Besttester her. Die Besttester-Gewichte werden übrigens ab Montag, glaube ich, wieder im Shop sein. Besttester-Geräte werde ich demnächst wieder nachbestellen. Momentan, es sind noch welche da, aber nicht mehr viele. Ich finde es ein tolles Gerät, weil ich ganz einfach mich selbst überprüfen kann, wo geht die Reise hin. Ja? So. Jetzt schauen wir mal, jetzt stellen wir das hier drauf und dann machen wir einmal Tara und
und zack, und dann nehmen wir erstmal das Kochmesser, das große. Was hat das vorher, 1100 oder sowas? Finger weg, Finger weg, Finger weg. Okay, nichts passiert. Vorher hatte es 1100, jetzt nach dem Rockhard Filzrad sind wir bei 105. So, und jetzt machen wir das andere noch. Und wie gesagt, Leute, ich schleife einen 15 Grad Winkel. Keine 12 Grad, keine 11 Grad. Da kriege ich immer eine 50 oder eine 60 hin. Aber mit einem 15 Grad Winkel, Entschuldigung, ist das schon ein bisschen anspruchsvoller. So, Tara drücken, Messer drauf und diesmal ein bisschen besser aufpassen. Ja, die sind ähnlich. 125. So, jetzt gehe ich auf meine Hängeleder und dazu baue ich die Kamera kurz um und filme das dann da drüben. So, da bin ich wieder ohne Kopf. Hier habe ich meine Leder dranhängen. Hier sind noch Goniometer. Da hat sich die Skala gelöst. Da kommt eine neue Skala rein. So, ich habe das Leder hier fest am Regal. Jetzt spanne ich das ein bisschen. Das ist übrigens das, was mit 0,25 Polykristallin beschichtet ist. Da habe ich polykristalline Spray drauf. So, und jetzt gehe ich her und setze so gut wie möglich in meinem Winkel an. Spann das ein bisschen, nicht zu straff, aber einfach spannen. Zieh hier über das Leder. Und wenn ich oben bin, mache ich nicht so, sondern ich halte an, heb ab, gehe runter. Anhalten, abheben. So, und so gehe ich jetzt so 5-6 Mal von jeder Seite oder auch 10 Mal von jeder Seite drüber. Also immer anhalten, abheben, nicht rausdrehen. Das wird sowieso dadurch, dass sich das Leder hier leicht durchbiegt, wird das sowieso leicht rund vorne. Aber nicht so, dass jetzt irgendwie eure Schneide verrunden würde, sondern einfach, ja, ich sag mal, der letzte Restgrad wird noch abgenommen. So, wenn ich dann mit dem Beschichteten fertig bin, dann gehe ich auf eins, das ist nur glatt, da ist gar nichts drauf und da gleitet das Messer gerade so drüber und ich mache das ganz ohne Druck, einfach nur so, wie viel Gewicht halt meine Hand hat und da ziehe ich das ab, auch so 10 Mal pro Seite und das gleiche mache ich jetzt mit dem anderen Messer, ich meine, das brauche ich ja dann nicht noch filmen, zieht alles nur unheimlich in die Länge. Und mit dem gehe ich jetzt dann gleich unters. Ach, übrigens sieht man da die Schneide. Ja, kann man glaube ich ein bisschen sehen. Schön gleichmäßig. Also da ist alles gut geworden. Also, ich mache das andere Messer noch und dann stelle ich es wieder rüber. So, jetzt bin ich vom Lederer zurück. Ihr seht, das Ganze ist kein Hexenwerk. Man sollte nur nicht praktisch mit einer Drehung oben rausgehen, weil das verrundet einfach die Schneide. Ein bisschen Balligkeit der Schneide schadet überhaupt gar nicht. Das werdet ihr sehen. Ich blende nachher noch ein Bild ein vom Goniometer. Dann werdet ihr sehen, dass die beiden äußeren Punkte so leichte Halbmonde sind. Und ob ihr es glaubt oder nicht, aber das kommt vom Leder. Das kommt nicht vom Stein oder vom Filzrad oder sonst. Das kommt vom Leder. Ja, alles klar, Messenger, alles gut. Ja, jetzt nicht mehr, heute nicht mehr, wir haben 9:45. So, dann schauen wir mal. Halt Licht noch machen, so. Dann rein. So, mit dem Messer hatten wir vorher 125, jetzt haben wir nach dem Hängeleder haben wir 75. So, also ihr seht, das bringt schon noch mal was, ja. Deswegen, ich liebe die Teile. Ich nutze eigentlich immer, wenn ich scharfe Messer haben möchte. Und man kann sich so eins natürlich mit 0,25 beschichtet auch in die Küche hängen an irgendeinen Haken. Und dann anstatt einem Keramikstab oder einem Wettstahl oder so irgendwas, kann es genauso gut über das Leder gehen, um dein Messer wieder auffrischen. Ja? So, jetzt stellen wir Tara ein, halt. Erst das drauf, dann Tara. So.
Und jetzt das große, das waren glaube ich 105 oder so. Ich glaube, das ist Beweis genug. Komm, ich nehme mal noch kurz ein Papierchen her. So. Fangen wir hinten an. Bis vorne. Spielt keine Rolle, wo. Es schneidet einfach das genauso bis ganz vorne hin. Hier vorne die Spitze, ja. Das, ja, da gibt's. Da. Was soll ich sagen? Die sind einfach scharf. Ich glaube, der Tommy wird sich freuen. Aber ich bin auch sicher, ich kriege von dem gute T-Shirt oder Sweatshirt mit meinem Schleifjunkies-Logo drauf. Da freue ich mich auch schon drauf. Okay, Leute, das war's soweit. Ich wünsche euch allen noch ein schönes Wochenende. Ich werde das Video jetzt gleich noch kurz zurechtschneiden und hochladen. Ja, soweit so gut. Ich mache noch kurz mit dem Handy von der Schneide ein Bild, beziehungsweise ein kleines Videochen oder so. Das hänge ich noch hinten dran. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und ja, wir hören uns. Bis dann. Ciao.